Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Banished im Hard- und Harsh-Modus. Wir haben letztes Mal die ersten Hüttchen hingestellt und sehen jetzt hier oben auch, drei Hütten stehen schon. Wir haben immer noch fünf Arbeitslose. Ja, und müssen also noch eine Hütte dazu setzen. Und ich würde sagen, ich setze auch mal direkt zwei noch dazu. Wir wollen ja auch, dass hier sich ordentlich vermehrt wird. Jetzt müssen wir aber gucken, dass wir dann auch die Ressourcen dafür haben. So, hier ist das Waldgebiet mit dem Jäger und dem Sammler. Da wollen wir möglichst nicht Hand anlegen. Das wollen wir so lassen, wie es ist. Und hier die Ecke könnten wir eigentlich noch abholzen. Aber der erste Winter hat auch begonnen. Wir sind mittendrin. Essensvorräte sind sehr gut. Allerdings haben wir zurzeit kein Feuerholz. Und das könnte ganz schön böse enden gleich. Ich hoffe, das schaffen wir jetzt soweit. Und teilen hier schon mal Baumeister zu. Wobei, die Lieferung fehlt auch. Deswegen lasse ich erstmal nur einen. Und ja, soweit, so gut waren wir. Hier plane ich den Woodcutter noch. Ach, hier ist der Storage Barn. Entschuldigung, hier wird Essen gelagert. Hier ist der Woodcutter. Der wäre noch viel interessanter eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob man den Bau pausieren kann. Ja, kann man. Dann pausieren wir eben. Hier, da und da. Nehme ich den Baumeister auch nochmal eben raus und lasse alle sammeln. So, ansonsten Holz haben wir ein bisschen, also Ressourcen haben wir gerade. Wahrscheinlich sind die einfach nur noch zu beschäftigt, hier die Sachen zu sammeln gerade. Und der späte Winter ist gekommen. Wird Zeit, Jungs. Bau, das Lager ist voll. Jagen und sammeln könnt ihr dann im Sommer wieder. Ich nehme die mal eben hier raus, damit da nicht ganz so viel hin und her gerannt wird. Und teile auch mal eben die. Ups, falsche Taste. Die Sammelbefehle, die schmeiße ich auch noch mal raus. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo wir hier sind. Ne, sind auch alle schon erledigt. Also wenn hier jetzt welche wären, dann würden die aufleuchten. Zeige ich mal hier, wenn ich jetzt sage, fäll mal bitte die Bäume und ich sage dann Cancel Removal, dann kann ich das hier wieder rausnehmen. Lasse ich jetzt aber mal an. So, wir haben den Frühling erreicht. Es ist keiner gestorben, aber die Gesundheit hat ein wenig gelitten, weil wir halt kein Feuerholz hatten. Also die Leute erfrieren nicht sofort, aber ist halt sehr schlecht für die Gesundheit. Das darf uns nächstes Jahr auf jeden Fall nicht wieder passieren, aber sieht auch gut aus. Ist jetzt sofort fertig. So, ich hebe hier auch schon mal die Pausen jetzt auf. Da wird nur noch gebaut. Und dann wollen wir auch die Nahrung wieder ranschleppen. Zwei Baumeister reichen fürs Erste und jetzt noch einen Woodcutter rein. So, der Woodcutter, der holt sich jetzt die Logs, also die Baumstämme, und macht daraus Brennholz, das dann ebenfalls hier gelagert wird. Weswegen wir vielleicht den Lagerplatz auch ruhig nochmal erweitern könnten. Hier hinten ist ja auch noch ein kleiner. Wollen wir natürlich später alles hier haben. Aber ich ziehe noch mal eine Line hier so drumherum. Ach, so geht das gar nicht. Ne. Gut, dann bauen wir so an. So, zählen jetzt auch als zwei getrennte. Ist aber nicht weiter schlimm. So, ein Weg drumherum. Soll auch ordentlich aussehen, ne? So, und jetzt würde ich gerne, wenn die Häuser fertig sind. Oh, wir haben auch noch zwei Klamotten, zwei Kutten und sieben Werkzeuge. Das wäre dann das nächste Ziel. Fangen wir mal mit den Kutten an. Leder kriegen wir schon hier aus dem Wald. Von der Jagdhütte. Ne, das ist die Jagdhütte. Können wir sehen, die hat Leder, 18 Leder produziert in der letzten Saison und 600 Venison. Das ist quasi Fleisch. Oder Wildfleisch. Und jetzt müssen wir allerdings noch jemanden haben, der aus dem Leder auch Klamotten machen kann. Und dafür nehmen wir den Taylor. Dann machen wir hier so eine kleine Industrieecke, würde ich sagen.
Dann hier den Marktplatz, dann bauen wir da rundherum Häuser. So, den Taylor. Und passend dazu, um aus Eisen Werkzeuge zu machen, der Schmied noch. Der Schmied hat noch eine besondere Bedeutung, denn die Werkzeuge, die gibt es in verschiedenen Qualitäten auch. Da brauchen wir auch Kohle später noch. Ja, die Werkzeuge sind deswegen besonders, weil die Werkzeuge und Kunden, die wir zu viel haben, die können wir nachher beim Händler halt gegen Saatgut verkaufen, das wir auch recht dringend, sag ich mal, benötigen. Ich nehme mal eben Maß für den Marktplatz. Ist nämlich ziemlich groß. Um den ordentlich zu setzen, müssten wir fast den Wald da auch wegmachen. Aber so wird es gehen. Dann lasse ich den Rand erstmal. Nachher nochmal abmessen, wie weit wir da genau bauen dürfen. Den hätte ich gern hier. Oh, ich könnte mal eben in Auftrag geben und dann lösche ich ihn wieder. So soll der stehen. Also nur, dass wir hier so diese Abmessung mal eben haben. So. Das und dann können wir nämlich jetzt hier noch Häuser setzen. Und die umzingeln dann gleich schön den Marktplatz. Finde ich ganz gut. So, ich mache die Straßen noch einmal fertig. Können wir ruhig so mal eben machen. Das passt. Und um den Ablauf hier zu beschleunigen, ziehe ich hier mal jetzt auch eine Querbeet. So, wenig Steine. Gar keine Steine, um genau zu sein. Das ist kein Problem. Steine liegen hier noch rum. Aber machen wir nicht so ein ganz großes Gebiet. Wollen wir heute noch fertig werden damit. Ist hier auch Eisen bei? Ein bisschen. Ah, dann können wir auch direkt hier überhaupt... Ach so, Moment. Stopp. Jetzt hätte ich es fast schon getan. Den Bereich wollte ich ja nicht antasten. So. Haben wir da auch wieder ein bisschen was designiert. Und ich nehme jetzt doch nochmal hier so ein bisschen die Lebensmittelproduzenten raus. Unser Vorrat ist gerade ganz gut. Aber wir müssen Ressourcen wieder auffüllen, ganz dringend. Ne, da liegen auch keine Steine drauf. So. Ja. Dann könnten wir mal anfangen auch, wenn jetzt hier der Schmied noch fertig ist. Der Taylor ist ja schon fertig. Da teile ich mir direkt einen ein, bevor unsere Leute nachher nichts mehr zum Anziehen haben. Können wir vielleicht auch noch mal ein kleines Fitterhütchen? Natürlich ein Fischerhütchen, kein Fitterhütchen setzen. Denn Fischen bringt Nahrung und das haben wir doch nicht. Abwechslungsreiche Kost ist nicht nur ganz witzig, sondern auch gut für die Gesundheit. So wie Kräuter sammeln. Dazu würde ich nachher, glaube ich, hier mal eben rübergehen. Gut, setze ich einfach. Knallert hier hin. Gehen wir ein bisschen weiter nach außen. So. Und jetzt dann ziehen wir auch schon mal darüber. Hier ran. Und hier baue ich mal eine Brücke. Brücke ganz einfach. Einfach rüberziehen. Dann ist es schon da. Braucht natürlich ein bisschen Holz. Auch ein bisschen ist viel, sogar ziemlich viel Holz, aber da wollen wir sowieso hin. So, aber der Woodcutter hat jetzt dieses Symbol, das kennen wir noch nicht. Das heißt, er hat sein Limit erreicht. Also er hat 200 Feuerholz erstellt und fängt jetzt an, wieder Sachen zu tragen. Ich hätte allerdings gern ein bisschen mehr, dass man den Notfall mal für ein halbes Jahr da vielleicht rausnehmen kann. Und er dann auch anderen Arbeiten nochmal nachgehen kann. So, jetzt haben wir keine Werkzeuge mehr gleich. Das wäre schlecht, wenn die, wenn die Arbeiter keine Werkzeuge mehr haben, arbeiten die wesentlich langsamer. So, die Einfleckstraße, der muss nochmal weg. Deswegen wird es Zeit, dass das hier fertig wird. Und dafür fehlt uns halt noch Stein. Hier oben vielleicht dann auch nochmal, wobei da noch keiner hinkommt. Ich trotzdem mal so ein bisschen hier die Ressourcen weg. Dann haben wir hier schön Kräuter sammeln und noch ein bisschen Holz hacken.
Dann sollten wir unsere Gesundheit auch wieder hinkriegen. So, wir haben schon wieder Herbst. Mit bald schon wieder Zeit. Ich erhöhe nochmal die Sammelberufe. Und pausiere auch die Fischerei nochmal eben. Und dann hoffe ich, dass hier mal bald angefangen wird. Fehlt nur noch ein bisschen Stein, dann haben wir es. Aber das klappt schon. Ein Werkzeug haben wir ja noch für unsere 13 Leute. Ich denke, wir kriegen dann auch bald wieder Nachwuchs. Wie sieht es denn hier aus? Häuser sind auch alle recht voll. Ja, wir bauen ja noch. Unser normales Holz geht auch langsam aus. Dann setze ich das hier mal runter auf 300. Dann kann er jetzt wieder hier mitarbeiten. Mit 300, mit den 5 Häusern müssen wir locker über den Winter kommen. Und hier ist jetzt unser Leder alle. Das heißt, den Tailor brauchen wir gerade auch momentan nicht. 12 Kunden haben wir. Passt. So, ich nehme auch noch mal eben die Bauarbeiter raus. In der Hoffnung, dass das Einsammeln noch ein bisschen flotter geht hier. Und dann schön im Warten. Ach, ich finde, der Winter ist immer richtig atmosphärisch hier. Der Schnee, mal scheint die Sonne und es ist immer noch weiß. Manchmal ist es auch lange grün. Also die Jahreszeiten sind auch ein bisschen anders. Weil diesmal war es echt kalt, minus 13. Also das Probespiel hatte ich in Fair Schwierigkeitsgrad. Oder Klima, nicht Schwierigkeitsgrad. Da bin ich selten unter minus 10 gekommen. Eigentlich kann ich mich gar nicht erinnern, unter 10 gewesen zu sein. Es gibt hier übrigens auch noch die Möglichkeit, verschiedene Klamotten herzustellen. Nämlich auch noch aus Wolle. Dazu bräuchten wir allerdings eine Schafe halt. Oder halt richtig warme Klamotten. Die bräuchten aber Leder und Wolle. Im Moment haben wir halt nur Leder. Deswegen machen wir das so. So, jetzt hier haben wir ein neues Symbol. Und zwar sagt uns das, dass diese Arbeiter keinen Werkzeug haben und deswegen nur noch sehr, sehr langsam arbeiten können. So, aber hier ist jetzt bald fertig. Na, hör mal bitte eben auf, Holz zu hacken. Wir brauchen jetzt hier jeden Mitarbeiter, den wir kriegen können. Und 3 Steine fehlen noch. Da haben wir es. Jetzt ist es soweit fertig. Jetzt braucht es nur noch gebaut werden. So, dann kann ich die auch mal wieder freigeben, um hier weiterzumachen. Und wir sind im zweiten Winter. Wieder ein paar neue Leute dazu bekommen. Und dann haben wir gleich auch hoffentlich wieder. Oh, der dritte schon ohne Werkzeug. Natürlich muss hier jetzt auch einer ohne Werkzeug mitarbeiten. Ganz typisch, damit es auch ja möglichst lange dauert. Aber unsere Leute hacken sie, halten sich hier sehr tapfer. Also sie hacken auch sehr tapfer, aber eher dann hier. So, wir könnten hier nochmal genau die Grenze abgehen. Mal eben merken, bis. Na, der hat nicht ganz so einen großen Radius. Da ist das auch wichtiger. Dann nehme ich den als Marke. Nehme ich hier diesen Baum. Sehe ich die Kamera gerade. Und mache hier einfach noch eine Schneise rein. So. Und das so noch mit. Baugebiete. Das eine Bäumchen und das Pflänzchen, da können wir auch noch mitmachen. So, die erste Hütte ist auch schon wieder fertig. Und hier fehlen Arbeitskräfte. Ran an die Werkzeugproduktion. Jetzt kann ich ja in Frieden auch erstmal überall was hinpacken. Und die Bauarbeiter auf einen reduzieren. Ab jetzt darf das ruhig was dauern. Wir füllen jetzt erstmal wieder das Lager richtig kräftig auf hier. So, alle abwuseln. Winter ist fast geschafft. Nahrung passt im Moment super. Also die Fütterhütte, die. Was habe ich denn heute mit Fischen, Mann? Es sind Fische, keine Fitter. Vielleicht zu viel getwittert, weiß ich nicht. Aber die Fischerhütte ist gar nicht so benötigt gerade. Also im Moment kommen wir noch ganz gut aus mit dem Essen. Ändert sich natürlich noch, denn wir wollen ja hier noch erweitern. Was auch gar nicht schlecht wäre.
Denn wenn wir dann mal hier das Eisen und die Steine aufgebraucht haben hier in der Umgebung, dann kommen wir zu dem Problem, dass wir kein neues mehr kriegen ohne eine Mine oder eine Quarry. Also ein Steinbruch. Und ja, da müssen halt sehr viele Leute arbeiten, damit das wirklich ertragreich ist. Natürlich bringen da auch wenig Arbeiter halt, aber nur sehr langsam Sachen dann. 15 Leute pro Ding. Die müssen wir noch ordentlich aufstocken. Aber das habe ich ja auch vor. Mache ich da noch ein Hütchen hin. Und machen wir auch noch eins hin. So, und dann warten wir erstmal ab. Lassen wir das Ganze mal laufen. Im Moment haben wir echt ein Holzproblem. Das wäre noch so eine Sache. Aber da mache ich, glaube ich, hier. Oder machen wir hier eine Holzecke. Naja, ist eigentlich auch ganz schön, ne? Nee. Und ich glaube, der Gatherer und der Jäger werden von dem Holzfäller oder von den Förstern nicht so stark beeinflusst. Während die Medizinsucher, die Herbalisten, also die medizinische Kräuter suchen, die wir auch langsam brauchen, um hier die Herzen wieder voll zu kriegen, die brauchen möglichst alte Wälder. Und da ist es schlecht, wenn man, glaube ich, ständig die Bäume abhackt und wieder neu pflanzt. Deswegen halten wir die in einem separaten Bereich. Ich würde sagen, die Ecke hier nehmen wir zur Kräutersuche. Und dann lasse ich hier noch ein bisschen förstern. Und jagen und sowas alles. Aber erstmal wird es Zeit, dass hier die Gebäude fertig werden. So, ich lasse das Ganze mal 5. Kein Leder mehr. Dann nehme ich ihn eben raus. 19 Kunden haben wir auf Vorrat, das passt. Werkzeuge sind auch wieder da. Unser Futtervorrat, der ist ganz schön. 1300, das läuft richtig gut. Da kommen wir ganz gut zurecht. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, ob wir mit dem Feuerholz hinkommen im nächsten Winter. Da müssen wir noch ordentlich was tun. Jetzt haben wir auch kein Holz mehr gerade zum Hacken. Aber wird ja gefällt. Vielleicht baue ich auch doch schon mal einen Lodger jetzt. Vielleicht sogar direkt zwei, wobei das natürlich auch viele Leute braucht. Weil hier so in die Ecke einen hin. Ja, machen wir hier einen hin und da einen hin. Schadet auch nicht, wenn die ein bisschen zu nah aneinander sind. Also die roden da jetzt nicht alles wie wild weg. Die schaffen das schon. Das Gebiet auch so ordentlich zu umwirten. Machen wir so eine 8, würde ich sagen. Die Steine und Eisen, das holen wir noch weg. So, dahin bitte. Und hier die Straße. Weiß gar nicht, ob ich den Bau jetzt hier priorisieren kann. Versuche ich mal. Priorisieren wir unter dem Zahnrad und hier dieses Bereich. Diese Bereich und dann geht, okay. Kann ich hier das so machen? Hätte ich vorhin hier auch mal machen können. Besser als pausieren. Aber naja, da kommt man natürlich immer erst drauf, wenn es schon dann zu spät ist. Ich stelle mal zwei Fische ein. Ruhig nicht zu viele am Anfang. Dann haben wir nicht so viele Leute. Wobei wir schon wieder 7 Kinder haben. Also das läuft auf jeden Fall auch. So, und hier beim Forsthaus kann ich das. Ne, ich glaube, das Menü kann ich erst zeigen, wenn das Ding fertig ist. Ja. Aber ist nicht so viel. Ja, gut. Was steht sie da rum? Weiß ich nicht. Noch einmal unser Alter angucken. Inzwischen haben wir schon. Was geht eigentlich noch? Eine alte Familie hier mit Ludwig, der 30-jährige Jäger. Und, oh, die haben aber auch noch ganz schön viel hier zu essen. Wo haben die denn Kartoffeln her? Ob man die auch so findet im Wald? Das finde ich jetzt aber gerade mal interessant. Da muss ich mal eben gucken. Der Gatherer, was hat der denn so produziert? Wie bisher Wurzeln, Zwiebeln, Pilze und Beeren. Und die Saison davor auch. Na, er schleppt immer viel an. 920. Unser Futter ist echt gut.
Das schreit nach Expansion. Baut die Häuser fertig, meine Lieben. So, ich könnte auch hier noch mal einen kleinen Bereich zum Abbauen einteilen. Und Steine brauchen wir sowieso auch. Haben wir auch schon wieder nur 11 Stück. Ah, die Brücke ist inzwischen auch fertig. Das ist schön. Da gehe ich hier noch mal hin und mache diesen Stockpile weg. Der ist ja noch nicht benutzt. Ich überlege, ob ich dann hier vielleicht noch. Nee, ich mache, lass den hier. Aber mach den da doch nochmal einen Ticken größer. Weil ich den auch hier hinsetzen könnte, ne? Schön am Rand. Da bauen wir sowieso nichts anderes mehr hin. Oh, ja, noch zwei Stockpiles. So. Ja, so können wir ein bisschen die leeren Flächen als Lager benutzen. Ist doch ganz gut, weil da passt sogar, glaube ich, sogar noch ein Haus hin, oder? Ja, da würde noch ein Haus hinpassen. Wir müssen ja auch noch eine Schule bauen nachher. Aber jetzt machen wir erstmal hier ein bisschen frei und gehen das Kräutersammeln an und erschließen den zweiten Wald als Ressourcen. Wobei ich die Ecke hier später, denke ich, auch. Oder zumindest die Hälfte hier einfach auch wegmachen werde. Die Gebäude können wir dann vielleicht versetzen. Denn wir brauchen ja auch was für die Felder. Oder wir roten hier ein Stück als Farm. Haben wir es mit dem Fluss getrennt? Ja, das überlege ich mir noch. Bis wir da was kriegen, dauert noch ein wenig. Aber hier für die zweite Folge Banished verabschiede ich mich jetzt mal. Wir sind ganz gut dabei, was Essen angeht. Holz ist immer ein bisschen knapp und Baumaterialien an sich. Aber ansonsten würde ich sagen, läuft es erstmal ganz gut. Bis zum nächsten Mal, euer Schubber.